Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe YouTube-Freunde. Donnerstag, der 13. Januar. Steht da gerade eine kleine Fichte zu Boden. Die steht da dicht. Ja, Buchen, diese zwei müssen raus und wir ziehen im Direktzug. Ja, heute Morgen habe ich zu Morgen gegessen um 8 Uhr, dann ein, zwei Telefonate gemacht und dann war es schon 9 Uhr und dann direkt Kaffee und dann war ich fast bis 10 Uhr in der warmen Stube. Ja, und jetzt wieder im Wald, bei schönstem Wetter um 0 Grad rum, denke ich. Seilwinde, Zugkraft, vielleicht 6 Tonnen, bin ich ganz sicher. Ist schon 21-jährig. Hier ist der Empfänger, Funksignalempfänger. Und der geht hier rauf. Und wenn ich hier ein Signal gebe, schaltet nachher den das Magnetventil beim Hydraulikzylinder. Der Hydraulikzylinder stößt aus oder zieht zusammen und die Winde zieht oder stößt aus und die Winde wird frei. So einfach geht das einfach mit einem Magnetventil, denke ich. Ja. Ihr könnt mich korrigieren, wenn es nicht so ist. Ich muss dann mal wieder reinschauen. Auf jeden Fall geht öffnet und schließt der Hydraulikzylinder mit dem Funksignal, was ich hier gebe. Ich habe 3 Taster, aber nur diese, der vorderste ist in Betrieb. Man könnte auch noch mehr zuschalten, zum Beispiel Motor, Traktor abstellen, anlassen oder mehr Gas geben. Aber diese Funktionen sind alle nicht eingeschaltet. Nur ziehen, halten, lösen. Ja, und das Problem ist auch ein bisschen, sie löst. Ich muss Dackel einschalten, zum Teil rausziehen. Aber der Auszug geht relativ schwergängig. Und die Kupplung, denke ich, ist bald am Arsch. Nach 21 Jahren. Wir haben sie nachgezogen, aber in der Werkstatt in der LNG haben sie mir gesagt, das ist das letzte Mal, dass du nachziehen kannst. Nachher ist es fertig. Müsste man dann die Kupplung ersetzen oder besser noch. Winde tauschen gegen einen mit hydraulischem Seilausstoß. Das würde die Arbeit erheblich erleichtern. Ja, auch hier wieder im Direktzug rüber zu der Buche. Rechts der Tanne, da steht eine Buche. Die wird weggezogen. Und gefällt und gegen mich gezogen. Morgen, Freitag, werde ich mit dem Holzkranwagen
möchte alles rausführen auf diesen Haufen hier draufladen, stapeln. Da liegt ein bisschen, hier liegt alles Kleinholz. Hier muss ich auch rausnehmen mit dem Kran. Auf dieser Seite, da unten, auch bereit. Da geht's rein in den Wald. Wir hauen da eine Schneise raus. Ja, und jetzt haben wir uns da eine Gasse rausgehauen. Da noch weiter rauf, damit wir mit dem Holzkranwagen raufkommen. Oder mit der Stammzange da runter. Gasse da. Gut. Können wir da durchfahren? Können wir da ganz rauf und runter fahren? Gut zur Bewirtschaftung. Ja, heute Nachmittag nur kleinere Gerümpel umgehauen. Oh, bin ich froh, haben wir eine Schnitzelheizung. Dann kannst du das in den Kranwagen aufladen, auf den großen Haufen schmeißen und durch den Hacker jagen. Ja, also, das war's vom Bauerhause. Donnerstag Nachmittag im Wald. Und wie gesagt, morgen mit dem Holzkranwagen unterwegs mit dem Fendt 714. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ja, und da der Sonnenuntergang. Wunderbar. Einen Nebellinse geputzt. Das gibt wieder eine saukalte Nacht, denke ich. Sehen wir dann morgen. Ich tippe minus 6 Grad oder mehr. Ah, auch am Abend minus 2 Grad.